Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produktenloskenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Yannick an. Dieser hat über BD Swiss geschrieben, welches er mit 4,3 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. BD Swiss läuft seit einigen Monaten im Fernsehen mit einer kurzen Werbung und ist in den Köpfen der Menschen. Ein Broker ist ein Finanzdienstleister, der mit Wertpapieren und Aktien im Auftrag des Kunden handelt. Heute werfen wir einen Blick auf die Plattform BD Swiss und nehmen das Angebot genau unter die Lupe. Unter den Online-Finanzdienstleistern ist BD Swiss Branchenführer mit Spezialisierung auf den Handel mit Forex, CFDs und binären Optionen. Die Plattform ist weltweit erreichbar und konnte so schon Kunden von der ganzen Welt von sich überzeugen. BD Swiss gibt es seit 2012 und war zuvor unter dem Namen BD Swiss bekannt. Dahinter steht das Investmentunternehmen BD Swiss Holding PLC. Reguliert wird das Unternehmen von der Finanzaufsichtsbehörde Zyperns und steht somit unter europäischem Recht. Auch in Deutschland hat BD Swiss eine Niederlassung in der Finanzhauptzentrale Frankfurt am Main. Beim Forex-Handel bewegt man sich auf dem Währungsmarkt, auch Devisenmarkt FX-Markt genannt. Man handelt hier mit Währungspaaren wie Euro und Dollar, Dollar und Pfund und so weiter. Man spekuliert also, ob der Wechselkurs fallen oder steigen wird und bekommt dementsprechend einen Gewinn oder eben Verlust. Ein CFD, Contract of Difference, übersetzt Differenzhandelsvertrag, ist ein Handelsprodukt, was es ermöglicht, mit geringem Kapitalaufwand hohe Gewinne zu erzielen. Kleine Kursentwicklungen könnten bereits große Auswirkungen auf die Rendite haben. Ein Zitat der BD Swiss Seite: Sobald Sie den offenen CFD schließen, kommt es zur Ermittlung der Kursentwicklung. Bei Schließung wird die Differenz aus Preiseröffnung und Preis bei Schließung berechnet. Diese Differenz multipliziert mit Ihrem gehandelten Volumen Ihren Gewinn oder Verlust, abhängig ob steigend oder fallend gesetzt wurde. Bei einem CFD fallen Gebühren an in Höhe von 0,1%. Bessere Worte hätte ich nicht finden können und das war es zur Theorie. Handeln tut man über MATA 4, die Software ist erreichbar über den normalen Browser, wie Chrome, Mozilla, Internet Explorer, aber auch für mobile Endgeräte. Man kann sich das Programm auch herunterladen und über den Desktop aufrufen. Wenn man sich bei BD Swiss registriert, bekommt man die Login-Daten zugeschickt per E-Mail, die man nun bei der Software angeben muss. Nun kann man sich MATA 4 seinen Wünschen hin anpassen und einrichten. Man kann entscheiden, welche Basiswerte im Hauptfenster angezeigt werden sollen und wie die Charts aussehen sollen. Hier kann man unter anderem auch einstellen, ob der Ein-Klick-Handel aktiviert oder deaktiviert sein soll. Das ist eine Funktion, die es ermöglicht, einen Handel mit nur einem einzigen Klick in Auftrag zu geben. Normalerweise muss man dies noch bestätigen. Es ist vergleichbar mit der Amazon-Funktion, wo man ebenfalls mit nur einem Klick sofort kaufen kann. Die Charts kann man noch weiter individualisieren mit Farbgestaltung und Zeitintervallen und so weiter. Auf der Webseite von BD Swiss gibt es eine ausführliche Anleitung zu MATA 4 und wie man den genau benutzt. Bei binären Optionen spekuliert man ebenfalls auf einen Kursabfall oder Kursstieg. Der Unterschied zwischen binären Optionen und CFD ist dieser, dass man sich nicht ausschließlich am Währungsmarkt bewegt. Binäre Optionen kann man am Rohstoffmarkt, bei Indizes oder Aktien handeln. Ein solcher Handel kann oft nur wenige Sekunden dauern, denn man kann zum Beispiel spekulieren, wie sich ein Kurs in den nächsten Minuten entwickelt. Genauso ist es aber auch möglich, vorherzutreffen, die weiter in der Zukunft liegen. Das Prinzip von Binäroptionenhandel ist simpel und daher sehr beliebt. Es eignet sich für Anfänger, da man schnell erfolgreich sein kann. Wie jeder Handel mit Finanzen ist es aber auch mit Risiken verbunden, die man nicht unterschätzen sollte. Bei BD Swiss gibt es hier einen Webtrader, den man im Browser aufruft. Damit man in diesen Fenster kommt, muss man angemeldet sein. Dort wählt man dann den Basiswert wie Rohstoff, Währungspaar, Indizes oder Aktien. Man gibt an, wie viel Geld man einsetzen möchte, auf welche Optionen und eine Ablaufzeit. Am Ende wird zu dieser Ablaufzeit überprüft, ob Sie mit der Entscheidung, fällt der Kurs oder steigt der Kurs, richtig lagen. Ein Gewinn wird sofort gutgeschrieben. Akzeptiert werden Zahlungen mit Visa, Mastercard, Bankwire, Giropay, iDeal, APS, Sofortbanking, Neteller und Preselway 24. Die erste Einzahlung muss mindestens 100 Euro betragen. Bei Auszahlungen, die 100 Euro unterschreiten, wird eine Bearbeitungsgebühr von 25 Euro verlangt. Ein Konto bei BD Swiss zu haben, ist ansonsten mit keinen weiteren Kosten verbunden, außer man wird inaktiv. Bei einer Inaktivität von 6 Monaten fällt eine Gebühr in Höhe von 5% an, von der Summe, die momentan auf dem Konto liegt, mindestens aber 5 Euro. Wenn man also das Interesse verliert, sollte man zusehen, dass man sein Konto schließt. Im Bereich Education, also Bildung, kann man sich zum Thema Trading, binäre Optionen und Forex einlesen. Dieser Bereich bietet sich natürlich besonders für Anfänger und Einsteiger an. Dort kann man das Trading lernen, man bekommt gezeigt, wie man handelt und so weiter. Die Sprache wurde dabei so gewählt, dass es jeder verstehen kann. Begriffe, die eventuell zu Unklarheiten führen könnten, werden erklärt.
Hier findet man auch einen Wirtschaftskalender, wo wichtige Ereignisse festgehalten werden, die sich in den Kursen bemerkbar machen können. Auch Webinare, also Online-Seminare, werden von BT Swiss angeboten, die alle kostenlos sind. Dort sind Themen wie binäre Optionen, Psychologie eines Traders, News Trading und Trading Compact. Die Inhalte der Webinare wechseln selbstverständlich. Gerade diese können auch für bereits erfahrene Trader interessant sein, da auch außergewöhnliche Thematiken behandelt werden. Das Unternehmen ist mir schon seit sehr langer Zeit bekannt und ich habe damals schon ein Konto erstellt, aber nur die Demo-Version verwendet. Dort handelt man nicht mit echtem Geld, sondern mit einer fiktiven Summe. Durch die Fernsehwerbung ist es mir wieder ins Gedächtnis gerufen worden und ich habe mir ein neues angelegt. Da ich schon Erfahrungen gesammelt hatte, habe ich prompt 200 Euro eingezahlt und mich an binäre Optionen gewagt. Die Art und Weise des Handels ist einfach zu verstehen. Es gibt diverse Bildanleitungen auf der Seite, die genau zeigen, was man machen muss, wenn man doch mal verloren geht. Nach 2 Wochen hatte ich immer wieder sporadisch ein paar Trades gesetzt und konnte tatsächlich Gewinne erzielen, und zwar genug, dass ich mir etwas auszahlen lassen habe. Die Auszahlung ging auf meinen Neteller-Account und war nach 2 Tagen angekommen. Hier hatte ich kein Problem. Ich bin seit einigen Tagen auch dem Partnerprogramm beigetreten, wo man durch Empfehlung von BT Swiss an Freunde noch etwas Provision verdienen kann, wenn sie sich anmelden und Geld einzahlen. Das ist ein ganz netter Nebenverdienst, den man sicherlich noch professionell ausbauen kann, wenn man sich mit Affiliate-Marketing auskennt. Bisher habe ich generell nur angenehme Erfahrungen zusammen mit BT Swiss gemacht und kann es ruhigen Gewissens weiterempfehlen, da es meiner Meinung nach seriös ist. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.